Die junge Dame betritt das Hotel, wo sie ihre 14-tägige Quarantäne verbringen wird. Zuvor müssen ihre Hände und ihr Koffer desinfiziert und Fieber gemessen werden. Daraufhin wird sie direkt zum Hotelzimmer geführt. Während der Quarantäne darf diese junge Dame ihr Zimmer nicht verlassen. Im Zimmer kann sie das Internet benutzen, Fernsehen und sich anderweitig beschäftigen. Sie bekommt täglich 3 Mahlzeiten geliefert und erhält Knabzeug, Wasser, Toiletteartikel und anderes. Eine Übernachtung kostet hier ca. 130 Euro. Wenn sie möchte, kann sie zusätzliches Essen bestellen. 冠军牛肉面，然后还有XO酱炒饭，然后还有我们的左宗棠鸡，还有我们的披萨。 Zurzeit sind mindestens 2600 Menschen in einem Epidemie-Präventionshotel bzw. einer Quarantänestation untergebracht. Über 38.000 Menschen befinden sich darüber hinaus in häuslicher Quarantäne. Die Menschen, die in diesen Hotels ihre Quarantäne verbringen müssen, bekommen 14 Tage lang Subventionen, maximal etwa 45 Euro pro Tag.